Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start? Und heute mal mit einem besonderen Video. Ich rede in meinen Videos oft über meine Psychose und jetzt will ich eine neue Videoserie machen und das ist das erste Video. Und zwar Schizophrenie, der Weg der Heilung. Und jo, wie der Name schon verratet, will ich in dieser Serie Hoffnung machen an alle Schizophrenen und Psychotischen, weil Schizophrenie ist echt scheiße. Und ich habe mir letztens erst gedacht, ja, für mich ist das alles schon normal, dass ich Silhouetten sehe oder Optik habe oder eben meine Gedanken zu hören, aka Stimmen, was sich immer mehr als meine Gedanken irgendwie identifiziert, nur mit teilweise noch mehr Eigenleben. Aber ja, darum will ich die Serie machen, weil es gibt Hoffnung. Es ist echt schwer gerade für mich. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Auf jeden Fall gibt es Hoffnung bei einer Schizophrenie. Weil zum Beispiel, ich habe schon mit vielen Schizophrenen, also vielen, mit einigen habe ich schon Kontakt gehabt und viele davon sagen, sie spüren nichts mehr, keine Gefühle mehr, nichts ist da. Und das habe ich auch gehabt, die Phase, mehrere Jahre. Also fangen wir von Anfang an kurz aus. Zwischending. Am Anfang habe ich extrem starke Gefühle gehabt, dann haben sich meine Gefühle vermischt, zum Beispiel Wut, Trauer, Liebe, ganz viele Gefühle und haben sich zusammengemischt zu einem richtig ekligen Gefühl. Da war ich gerade in der Therapie, das erste Mal glaube ich, oder zweite Mal, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall in der Psychiatrie und ich bin gleich wieder da. Naja, und in der Psychiatrie haben sich dann diese Gefühle eben vermischt und das war richtig ekelhaft. Und dann am nächsten Tag habe ich nichts mehr gefühlt. War ein Grund, warum ich meinen ärgeren Suizidversuch gehabt habe. Den ich auch schon lange aufgearbeitet habe. Ist auch gut so, weil ich hänge jetzt ziemlich am Leben. Also sowas würde ich nie wieder machen. Auf jeden Fall gibt es Hoffnung. Meine Gefühle zum Beispiel kommen wieder zurück. Immer länger und mehr. Die Freude, natürlich auch Wut und so, kommt. Es kommt aber wieder, man fühlt sich wieder. Vielleicht liegt es das daran, dass ich meditiere oder einfach schon so gut eingestellt bin, aber die Gefühle sind nicht ganz weg. Man nimmt es nur in dieser Phase nicht wahr und ich habe es seit langem nicht wahrgenommen und jetzt kommt es immer wieder mehr zurück. Und ich hoffe, das habe ich jetzt gut gemacht, das Video, das wirklich Hoffnung vermittelt und daraus will ich halt eine Serie machen. Und ja, immer Hoffnungsträger-Videos, sagt man das so, hört sich falsch an, Hoffnungsträger-Videos, ja, auf jeden Fall, meine lieben Freunde, die Gefühle kommen wieder zurück und das Wichtigste, was nicht passieren darf, was ich zum Beispiel nie wieder mache, ist Drogen nehmen. Ich war schon mal ziemlich gut drauf mit meinen Medikamenten und dann da der Drogenrückfall. Und ich habe sogar mein Handy zerstört, weil ich gedacht habe, dass ich telepathisch mit Göttern, Alien und mit dem ganzen Multiversum reden kann. Natürlich alles Bullshit, das ist alles nur Fantasie. Und wie schon vorher erwähnt, ich erkenne meine Psychose-Stimmen im Kopf, sehe ich schon mehr als Gedanken an. Also bei mir läuft es auf jeden Fall, ich hoffe es läuft bei euch auch. Und ja, es geht bergauf, es geht bergauf. Und kein Rückfall riskieren auf jeden Fall und stark bleiben. Auf jeden Fall, ich beende das Video jetzt lieber, bevor ich noch mehr schwafel. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wäre mega, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet und vielleicht sogar einen Kommentar. Und ja, wenn ihr Bock habt und auch eine Erkrankung oder Angehörige seid, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Von mir aus können wir auch gemeinsam mal drüber reden, falls wer so eine Unterstützung oder Motivation braucht. Oder falls ihr irgendein Thema zu einem Video habt, dann schreibt es einfach da unten hin oder meldet euch bei mir über Instagram. Und jo. Ja. Leute, haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Wizard. Peace out.